Dass das jährliche Kränzchen der Himberger Naturfreunde immer ausverkauft ist, ist bereits Tradition. Gemütliches Beisammensein und die Planung vieler Ausflüge standen im Vordergrund. Beim Naturfreunde-Kränzchen können wirklich alle herkommen. Du brauchst kein Ballkleid, du kannst herkommen mit einem Anzug, du kannst herkommen mit einem Dirndl, du kannst herkommen mit einem Drachengewand oder ein normales Gewand. Und das ist halt der große Vorteil von einem Naturfreunde-Kränzchen, weil heute, wenn du auf einen Ball gehst, brauchst du ein Ballkleid um 1.000 Euro und so weiter. Und das ist der Vorteil. Und ich glaube auch, dass wir sehr viele gemütliche Leute da haben, alle reden miteinander, alle plaudern. Und das ist das Wichtige bei uns, das ist das Motto Naturfreunde. Wir dann nicht mit dem WhatsApp und nicht mit dem Mail, sondern wir unterhalten sie. Und das ist eben das Schöne, glaube ich, bei den Naturfreunden. Es sind sehr viele Vereine, die zum Naturfreunde-Kränzchen kommen, weil sie eben wissen, dass es gemütlich ist, dass eine gute Stimmung da ist und die Leute sich einfach gut unterhalten können, ohne irgendeinen Zwang, so kopffrei. Es ist einfach angenehm. Ihr habt aber auch eine sehr tolle Musik. Steirer Connection, 10 Jahre Jubiläum, das tritt das 10. Jahr hier auf. Das zeigt also auch, dass sie beliebt sind, dass sie also gute Musik machen. Und die Steirer sind ja wirklich immer klasse. Das 10. Jahr, wie schnell die Zeit vergeht, dass wir uns da rum nicht ändern, ist ein Wahnsinn. Gell? Wir schauen immer gleich jung aus. Der Einzige, oder? Du, der Einzige, was ein bisschen reifer geworden ist, ist der Herr Bürgermeister. Ja. Ja. Nur reifer, nicht älter. Dafür wird die Gattin immer jünger, gell? Das ist so. Das ist so, meine sehr verehrten Damen und Herren. Was macht diesen Verein so wertvoll? Warum ist man gerne dabei? Einfach die Leute, die Menschen untereinander etwas zu unternehmen. Gemeinsam auch mit der Theaterbühne oder am Berg auf der Himberger Hütte. Das ist einfach so eine schöne Zusammengehörigkeit, dass man gern mit den Leuten etwas unternimmt. Also die Naturfreunde machen sehr, sehr viel in der Gemeinde, bringen sehr viel kulturelles Leben. Und die Naturfreunde haben auch sehr, sehr viele Sektionen von Wandern, Radfahren, für Kinder machen sie was. Das Himberger Haus im Schneeberg, also sehr, sehr viel los. Und ich bin natürlich auch schon viele Jahre Mitglied und wir sind ja familiär auch mit der Naturfreunde verbandelt. Meine Frau ist schon seit vielen Jahren auch Schriftführerin bei den Naturfreunden. Sie machen Ausflüge, sie fahren wohin, sie machen Pfingstferien mit den Leuten. Also das heißt nicht nur Natur, sondern natürlich, eins ist auch ganz wichtig, das Himberger Haus am Schneeberg, wo es auch viele Leute immer hinfahren, das ist sehr beliebt. Ja, ich war schon öfters oben und das letzte Mal war ich oben am Silvester, war eine Geburtstagsfeier, 60er, und da haben wir auch übernachtet, eine wunderbare, schöne Feier und eine schöne Nacht bei klarem Wetter, und wir sind alle Jahre Stammgäste, auch beim Almkirtag am letzten Samstag im August. Man fühlt sich wohl da oben, das ist wie eine kleine, größere Familie. Ja, man kann sich dort so richtig entfalten, man kann Geburtstagsfeste machen, weil wir sind in Selbstversorgerhütte. Man kann da selber kochen oben und wir haben für 55 Personen einmal zum Schlafen. Das ist ganz, ganz toll. Es wird sehr gut angenommen.